Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch hier aus Tallinn. Heute ein bisschen bedecktes Wetter, aber die Themen haben es nichtsdestotrotz in sich. Das erste Thema, was wir euch bringen, ist natürlich das Thema Verdi-Streiks an Flughäfen. Weiter geht es bei Boeing. Emirates-Präsident Tim Clark hat gesagt, Boeing, ihr müsst die Kurve kriegen, und er ist auch davon überzeugt. LATAM hatte bei der 787, als es dort dieses Problem gab über Tasmanien, wohl ein altes 787 Dreamliner leiden. Alaska Airlines bei der 737 wusste wohl um das Problem mit dem Türstopfen, dass man also jetzt quasi den Fokus von Boeing auch mal wieder ein bisschen auf Alaska bringen sollte. Und Lufthansa Drehkreuz in Brüssel mit United zusammen. Das sind die Themen, die wir haben. Des Weiteren möchte ich auf den Meilenmittwoch verweisen. Da haben wir ein Thema: Ist der Mileage Run tot? Hat Lufthansa Miles & More den Mileage Run kaputt gemacht? Ihr könnt das natürlich in dem Meilenmittwoch besprechen. Alles andere besprechen wir heute hier. Kanalmitgliedschaft ab Business Class sieht den Meilenmittwoch im Prinzip ab sofort auch, wenn das hier online ist. Die nehme ich nämlich nach der Folge hier jetzt direkt auf. Und ihr könnt den Kanal trotzdem abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren. Und das erste Thema, was wir haben, ist der Verdi-Streik. Und es ist schon lustig. Ich war heute hier im Hilton Hotel in Tallinn und da sagte der Kollege zu mir: Was, ihr streikt schon wieder? Und ich so: Ja, nee, Lufthansa, ich bin ja aber Deutschen. Und das ist das Bild, was man in Deutschland halt verbreitet in der Welt, dass an den Flughäfen in Hamburg, Köln, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden gestreikt wird. Am Dienstag wurde das mitgeteilt. Der Streik soll sein am Donnerstag, glaube ich, pünktlich zu dem, wenn der Streik der Lufthansa, der ja gestern in Frankfurt war, heute in München ist, dann ausfällt, quasi der Donnerstag. Also insofern sind da die Streikenden sich die Hand, nein Quatsch, die Klinke in die Hand angeben und sind da halt unterwegs und machen halt Stress für jeden und alles. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle diesmal wieder zum Streik aufgerufen. Ich bin mal gespannt, wann Frankfurt Bescheid sagt, dass wir da gar nicht mehr fliegen können. Für alle, die also abgeplant haben, ab Deutschland zu fliegen, können das komplett vergessen. Heute und gestern gingen ja alle Fluggesellschaften außer der Lufthansa, aber jetzt ist es so, dass wohl auch dann gar keine mehr geht. Und in Bayern ist es halt so, dass die Leute natürlich in einer anderen Veranstaltungsform sind, weil sie also irgendwie so eine verbeamtete Geschichte haben, halb öffentlichen Dienst angestellt sind. Und da ist es ja so, dass am 1. Februar die dann ausgeschlossen sind. Also ich bin mal ganz gespannt, was dort passiert. Fünf Runden sind ohne Ergebnis abgelaufen und ich bin genervt. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr genervt seid und was ihr davon haltet. Ich bin Gott sei Dank nur genervt und nicht betroffen, so wie ihr es seid, wenn ihr in Deutschland seid. Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare und was ihr dazu sagt. Das nächste Thema, was wir haben, ist eher auch etwas Spannenderes, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist das Thema Lufthansa Drehkreuz in Brüssel. Das ist etwas, was ich auch unheimlich interessant finde, wenn man die Worte von Carsten Spohr ja noch im Gehörgang hat: Man will außerhalb Europas, nee, außerhalb Deutschlands wachsen. Dann ist das natürlich auch eine Folge des Streiks, dass man jetzt also Wege sucht, wo der Konzern sich nicht so abhängig macht vom deutschen Markt. Und dann ist natürlich Brüssel da vor der Haustür, wo man sagt: Hey, wir haben die Brussels und die United ist auch willig, was zu tun. Und in Frankfurt, Chicago und Brüssel fallen Teams nach gemeinsamen Umsteigeverbindungen in die USA, aus den USA, also dass man wirklich von Brüssel aus dann in die weite nordamerikanische Welt fliegen kann, was natürlich auch spannend ist. Und man möchte damit dann auch Brüssel zur Drehscheibe für die Afrika-Verbindungen machen und die dann weiterentwickeln Richtung Nordamerika. Also dort auch ein interessanter Markt, dass man also den Markt von Afrika nach Nordamerika über Brüssel verbindet zusätzlich. Und damit dann auch noch ein bisschen weniger Abhängigkeiten hat zu den Freunden in Deutschland. Lufthansa will bei Brüssel zudem
das Kurzstreckennetz wieder weiter aufbauen. Das hatte man ja ein bisschen zusammengerafft, weil man dachte, man könnte das so ein bisschen anders machen. Aber da ist es wieder raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln. Und deshalb ist es so, dass man den Kapazitätsausbau jetzt beschleunigt, weil der Kapazitätsabbau in Brüssel ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, wie man sagt. Und man möchte halt die Afrika-Linien wieder aufstocken, weil diese wirklich Geld bringen. Die sind ertragsstark und da ist auch Brussels Airlines, damals ja noch die Sabena, sehr, sehr dominant gewesen und macht ja durchaus aus Konzernsicht Sinn. Da bin ich auch mal gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt, wie ihr dazu steht. Ich denke mal, dass so ein echtes globales Drehkreuz für Brüssel eine gute Alternative ist. Vor allem für jemanden, der in Aachen oder in Köln wohnt. Man kann relativ schnell mit dem ICE dahin fahren, hat also da quasi keine Nachteile, weil viele Verbindungen von Köln oder von Düsseldorf sind ja eh mit dem ICE. Ist natürlich nicht ganz so komfortabel, wenn man da in Brüssel Midi oder was auch immer umsteigen muss, um nach Zaventem zu kommen. Aber das ist, denke ich mal, Folklore und dann auch relativ wurscht, wenn man da dann Gas gibt und sagt, okay, hey, das ist egal, ob ich da eine Stunde nach Köln, von Köln aus nach Frankfurt fahre oder dann nach Brüssel ein bisschen länger über Aachen fahre. Also insofern da eine richtige Geschichte. Also ich denke mal, dass man da dann die Allianzen nicht nur bei der United ausbauen wird, sondern auch die Allianzen mit Air Canada, weil da gibt es ja auch Agreements, die sie haben. Und das ist doch schon mal eine gute Sache. Auch hier die Frage des Tages: Ist das Lufthansa-Drehkreuz in Brüssel eine gute Idee? Und vor allem, wie findet ihr Brussels Airlines? Also ist das eine Fluggesellschaft, wo ihr sagt, ja, da habe ich Vertrauen drin, das ist eine coole Geschichte. Da bin ich mal gespannt. Ich persönlich bin mit Brussels geflogen und ich fand die Kabine gar nicht so schlecht. Also New York, glaube ich, habe ich gemacht nach Brüssel, ne, auf einem Rückweg. Ja, das habe ich gemacht. Ich fand die Kabine gut. Da gibt es kein Pardon und kein Vertun. Wir haben dann ein weiteres Thema, was da leider bei Boeing ist, und das ist das Thema LATAM. Und da gab es ja die Maschine, die 797, die über den Tasmansee plötzlich abgesagt ist und da auch Versetzte gesorgt hatte. Und zwar auf der Route von Sydney nach Santiago de Chile legt die LATAM 800 halt normalerweise immer einen Zwischenstopp in Auckland ein. Und auf diesem ersten Leck ist sie da dann wirklich abgesackt. Und das war ein Problem. 12 Passagiere mussten nach der Landung in Auckland zur weiteren Aufsicht ins Krankenhaus und mussten da dann behandelt werden. Und schwere Verletzungen gab es sogar bei einem Passagier. Die australische Flugunfallbehörde ATSB stellt den Vorgang natürlich in Zusammenhang mit einem 787-Problem. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber es ist so, dass es damals von der FAA gab es eine Verlautbarung. Die FAA hat gesagt, dass die Betreiber seit 2016 da alle 32 Tage, nee, 22 Tage, alle 22 Tage das Flugzeug neu starten müssen. Also quasi so, als ob ihr ein Notebook einmal an- und ausmachen müsstet. Und das ist wohl da nicht passiert. Also insofern ein Problem. Ich denke mal, dass dieses Softwareproblem, das sich da wohl vielleicht etwas auffängt, oder ich weiß es nicht, dass man das seit 2016 noch nicht rausprogrammiert hat. Vielleicht ist das auch ein Fehler, den man nicht rausprogrammieren kann. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich ein Problem. Aber das ist mit mehr und mehr Elektronik, ihr seht das Problem. Und wenn ich euch zeige, was ich an Elektronik mittlerweile auf meinen Reisen habe, hätte ich vor 10 Jahren gesagt, das ist das, was ich mitschleppe an Elektronik als quasi als Travel EDC, also als Everyday Carry, wenn ich auf Reisen bin. Ich muss vielleicht mal ein Video machen, damit ihr mal seht, mit was ich da so rumeier. Ist natürlich so, dass ein Flugzeug dann natürlich wesentlich anders ist. Und irgendjemand sagte mir auch jetzt, dass ein heutiges Telefon wesentlich mehr Rechenleistung hat, als die damals an Rechenleistung gebraucht haben, um auf den Mond zu fliegen. Wenn jemand da nochmal den Zusammenhang richtig hinkriegt oder sowas, wäre ich auch gespannt in den Kommentaren. Vergesst die Frage des Tages nicht. Das wäre so eine gute Antwort. Wir haben dann das Thema: United ist nicht glücklich mit Boeing und die ziehen da Konsequenzen. Und zwar ist das so, dass die bei United natürlich beobachten, was da bei der Boeing los ist. Und die 737
Max 10, wie sie ja offiziell heißt, da ist man sich nicht ganz so sicher, ob die so kommt. Und der Kollege Scott Kirby hat gesagt am Dienstag bei einer Investorenkonferenz bei JP Morgan, er hat Boeing schon mal erklärt, nee, mach mal die 10er, macht aus allen 10er Bestellungen erstmal 9er, dass die kommen. Und dann hat er auch noch etwas gesagt, was halt, ja, also er hat es nicht ganz direkt so gesagt, aber er hat angedeutet, dass man sich bei United wieder etwas mehr auf Airbus fixieren können würde. Und das ist natürlich etwas, was dann auch Unruhe natürlich in Seattle, beziehungsweise sie sind ja gar nicht mehr in Seattle, die sind ja woanders die Zentrale, was ja ein Grund des Problems ist. Aber ihr wisst ja selber, wie es ist, wenn man das Management woanders hat als das, wo es produziert wird, dann hat man halt die Realität nicht mehr vor Augen. Und das ist halt das Dilemma, was da ist. Aber ich hoffe, dass Sie die Scott Kirby-Sache verstehen, weil es sind ja 400 Flugzeuge irgendwie, die da auch bestellt haben. Also kein kleiner Kunde, der da ist. Und Anfang Januar ist es halt wirklich so gewesen, dass da wohl ein Moment bei United gewesen ist mit diesem Alaska-Incident, worauf ich auch noch später nochmal auf eingehen werde, weil es da neue Erkenntnisse gibt, wo man gesagt hat, da müssen wir umdenken. Und auch die 10er ist halt wirklich so, dass die Produktion da gar nicht angefangen hat, großartig, weil man ja die Produktion nicht ausweiten darf und man muss da auch die 9er darf man nicht ausweiten und die Zertifizierung nimmt wohl anscheinend nicht so den Lauf, den man sich so denkt, weil die FAA natürlich da Probleme sieht und wer ja auch mit Hotelkarten, wo habe ich meine, mit der Zimmerkarte und mit Schmierseife habe ich keine, Flugzeuge baut, das ist schwierig, wenn ich Spaltmaße mit einer Zimmerkarte dort kontrolliere. Also ja, sorry, da fällt es bei mir aus. Und es ist auch so, dass man natürlich die Boeing-Bestellung immer noch an Airbus halt umwandeln kann. Und das ist halt wirklich so, dass man dort dann auf die 320er Neos geht, 321er Neos, vielleicht auch die 220er Neos. Aber wenn man sich das wirklich hinguckt, ist es so, es sollten ja auch schon 2024 die MAX 10er zur Auslieferung irgendwie anstehen. Das Gerücht gab es ja, Zertifizierung hin oder her. Das muss wohl auch irgendwie passieren, weil die Ausnahmegenehmigung ist ja, glaube ich, auch nur für ein Jahr, dass man die also bis 2024 unter Dach bekommen sollte. Und selbst EIS, also das heißt ICE, das heißt also, dass das Flugzeug in Service geht, also in den Dienst gestellt wird, ist das bei Southwest für die 10er-Variante erst für 2026 geplant. United sagt dann zwar vielleicht die 220-500, aber auch das ist ja ein Flugzeug, was es noch gar nicht gibt. Ist vielleicht auch etwas, wo man sagen müsste, die ist ja auch nicht dafür da, die 220-500er, dass man da mit 170 Passagieren eine Max mit irgendwie wildern kann, weil zu wenig Plätze sind. Da kann man wahrscheinlich mit einer 737-8 eher was werden, weil das die Größe so ungefähr ist. Oder die 800er, aber die wird ja auch nicht mehr gebaut. Also insofern da viele Probleme und Boeing bereitet halt wirklich den Fluggesellschaften massivste Probleme damit. Tim Clark hatte ja auch dazu gesagt, dass Tim Clark an Boeing glaubt und sie müssen aber halt ihren Scheiß zusammenkriegen, das sind jetzt meine Worte, hat er nie so gesagt, und dass man wirklich bei den Jungs in Boeing halt einfach das Management wieder zurückbringt an die Wurzel nach Seattle. Er hat auch nicht verstanden, warum man da die Produktion der 787 nach North Carolina gebracht hat, weil dort nur weniger Gewerkschaften sind, heißt das ja nicht unbedingt, dass das damit besser ist. Ne? Ein anderes Thema, wo er gesagt hat, dass auch ein Problem ist mit dem Rumpfhersteller 2005, mit Spirit Aerosystems, warum man die ausgegliedert hat 2005, das war auch falsch. Aber jetzt der Schritt, das Ganze wieder zurückzuholen nach fast 20 Jahren, daran sieht man halt, dass dieses Outsourcing nichts bringt. Er hatte das damit verglichen, als wenn er die Technik und auch das Handling der Fluggesellschaft einfach outsourcen würde. Also das heißt, das Kerngeschäft. Und da kann man ja noch eine Parallele mal zur Lufthansa ziehen. Die Lufthansa will ja die Technik auch irgendwie veräußern, zumindest halb. Daran sieht man, dass das eventuell auch ein strategisch unkluger Move ist, weil es halt wirklich zu Friktion und zu Problemen führt. Also das ist dann ein Riesenthema. Ihr könnt ja die Frage des Tages nochmal beantworten, die ich ja gestellt hatte zu dem Thema Boeing.
inwieweit ihr bei Boeing da noch Land seht oder halt auch nicht. Das ist so eine Zusatzfrage des Tages. Zusätzlich zu der Frage des Tages mit dem Lufthansa-Drehkreuz in Brüssel, wie ihr es findet und wie ihr Brussels Airlines ein solches findet. Das letzte Thema, was wir heute haben in der Sendung, ist Alaska Airlines. Alaska Airlines hat ja das Problem mit dem Türstopfen gehabt, dass die Maschine den Türstopfen verloren hat bei der 737 MAX. Gott sei Dank ist dabei keiner ums Leben gekommen, sind halt nur Sachen rausgeflogen. Was ich immer noch faszinierend finde, ist, dass das iPhone da, den Sturz überlebt hat. Ich hoffe, der Besitzer ist wieder mit seinem iPhone vereint worden. Auf jeden Fall ist es so, dass man in der Diskussion ja jetzt sich sehr um Boeing kümmert und gesagt hat, Boeing baut Mist. Aber es gibt einen Fokus, der da jetzt auch ins Auge gekommen ist. Das ist das Thema Alaska Airlines. Die haben ja in Portland, wo das Flugzeug dann hinfliegen sollte, und zwar genau das Flugzeug, wo der Stopfen ist, zur Wartung gehen und das Flugzeug mit dem Kennzeichen November 704 Lima, Alpha Lima, Entschuldigung, also November 704 Alpha Lima, so ist es ganz korrekt, sollte halt zur Wartung und das wurde halt bei der Kontrolle festgestellt, dass es dort Eintragungen gab und dass man das gemacht hat. Und das Flugzeug hat ja einige Restriktionen bekommen, man durfte nicht lange über Wasser fliegen, falls es eine Sicherheitslandung bedurfte oder Notlandung, aber auch andere Hinweise, dass man lange Strecken über unbewohnte Gebiete durchführen, falls das wirklich halt ein Problem darstellt irgendwann. Und es gab halt schon vor Tagen, wo es passiert ist mit dem Türstopfen, Hinweise. Weil es gab ja Probleme mit der Druckanzeige, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da ist es halt so, dass man natürlich gucken muss. Und Alaska Airlines sagt, es gab da keine sofortigen Hinweise, dass man Grounding machen musste. Aber wenn man da halt schon was scannelt und so weiter, dann ist es so, dass auf den 154 Flügen, die Alaska Airlines mit dem Flugzeug da gemacht hat seit Herstellung, ist es so, dass es da natürlich sichtbaren Strumpf am Rumpf hinterlassen hat, eventuell eine Lücke zwischen Panel und Rumpf erzeugte, so die Behörde. Man habe aber keine derartigen Lücken feststellen können, was aber dann halt nicht das Problem mit dem Druck erklären würde, weil irgendwo muss ja eine Lücke sein. Also insofern ist da Boeing nicht ganz alleine schuld, dass das passiert ist, aber auf der anderen Seite muss man ja auch ehrlicherweise sagen, Gott sei Dank ist es vielleicht passiert, damit wieder da der Fokus drauf kommt und dass das spektakulär war und Gott sei Dank halt ohne Menschenleben zu fordern. Dann haben wir noch ein Thema, was wir so nachschieben, was ich aber auch nicht extra noch in einer Art und Weise hier sonst weiter kommentieren werde. Der Whistleblower, der halt das Thema bei den Medien und so weiter mit Boeing da, ja, ich sag jetzt mal, also zumindest das Ganze da noch ein bisschen mehr ins Rollen gebracht hat, als es eh schon rollte, hat sich wohl gestern suizidiert mit einem Pistolenschuss. So sagt man, keine Fremdeinwirkung. Ich will es euch nur aus Kommentatorenpflicht nennen und journalistischer Sorgfalt. Ich selber kann die Sache nicht bewerten. Wenn man da so einige Kommentare sieht, dann sagen die, das ist aber komisch, weil er ja aussagen sollte. Kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Man weiß nicht, was in Menschen vorgeht. Ich persönlich kann nur immer appellieren, wenn jemand Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte hat, sich an entsprechende Leute zu wenden, die einem helfen können. Und ich kann einen da nur ermutigen. Wer mit mir reden will, kann das natürlich auch gerne tun, jederzeit hier vor der Lampe. Genau, da ist die Telefonnummer, da könnt ihr mich jederzeit per WhatsApp erreichen und da können wir auch alle Themen gerne besprechen und diskutieren. Ich freue mich auf den Austausch. Ja, damit sind wir mit der Sendung wieder am Ende. Ich werde jetzt die Meilen-Mittwoch-Folge aufnehmen und ich freue mich, euch bei dieser wieder zu sehen. Ansonsten wieder bis zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und abonnieren und Kanalmitgliedschaft, um mich zu unterstützen ab Business Class. Dann seht ihr nämlich auch schon den Meilen-Mittwoch früher. Also, danke euch, bis morgen in Alter und Frische oder bis zu nachher oder wie auch immer. Ich freue mich. Thank you.